Hey, willkommen bei Gitarrentunes. Ich bin Till und heute zeige ich euch, wie man Well Down We Go von Kaleo spielt. Ich spiele es euch einmal kurz an und dann geht's auch gleich los. So, ihr braucht für den Song, um in der Originaltonart zu sein, Capodaster im ersten Bund. Ich habe noch eine Version, die zeige ich euch am Schluss. Da könnt ihr einfach die Akkorde ersetzen, braucht ihr Capo im fünften Bund. Das sind dann nochmal ein bisschen andere Akkorde. Aber wir machen jetzt erstmal die Version. Von den Akkorden braucht ihr A-Moll, F-Dur und D-Moll. Und später im Verlauf braucht ihr nochmal G-Dur. Für diejenigen von euch, die, denen das mit dem Barré noch schwer fällt, am Schluss erkläre ich euch nochmal, wie ihr eine Version ohne Barré spielen könnt. Beim Intro legt ihr erstmal nur Akkorde immer nur auf die 1 des Taktes. Das Intro ist 12 Takte lang. Es geht los mit einem A-Moll. Noch ganz kurz, bevor ich es vergesse, wären eigentlich 16. Zählzeiten, mit denen ich jetzt zähle, aber um es leichter zu machen, zähle ich einfach Achtel. Also wahrscheinlich würde man das alles halb so schnell oder doppelt so schnell erzählen, zumindest zählen. Und dann, aber fürs bessere Verständnis erkläre ich es jetzt in Achteln statt mit 16. Genau, 2 Takte lang A-Moll, 2 Takte lang D-Moll. Ein Takt D-Moll, ein Takt F-Dur, ein Takt A-Moll, 2 Takte A-Moll. Und das wiederholt sich jetzt. Nur die zweite Zeile. Ein Takt D-Moll, ein Takt F, ein Takt A-Moll. Und dann, soweit ich mich entsinne, haben sie dann noch so 1-2 Takte Pause eingeschoben. Da könnt ihr einfach mal mitzählen, bis dieses Way Down We Go dann losgeht. Und genau, ihr könnt jetzt einfach, wie das Klavier das eben auch macht, einfach immer auf die 1, wie ich es auch gerade gezeigt habe, die Akkorde spielen. Ihr seht die Tabs hier unten auch nochmal eingeblendet. Und das Schlagmuster habe ich mir jetzt so ein bisschen zusammengebastelt. Ich glaube, das haben die Kaleo auch mal in einem Live-Konzert so gespielt. Es sind im Prinzip dieselben Akkorde, nur in einer anderen Reihenfolge. Und zwar geht's los mit A-Moll, dann F. Und dann D-Moll für die Strophe, A-Moll einen Takt, F einen Takt, D-Moll zwei Takte. Und das Schlagmuster ist jetzt relativ simpel. Da spielt ihr einfach auf die 1, 2, 3, 4 und die 4 und. Das klingt dann so. 1 und 2 und 3 und 4 und 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 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. Das kommt jetzt insgesamt 3-mal und beim 4. Mal gibt es eine kleine Variation. Da zieht ihr den letzten Akkord, also das D-Moll, eine Viertel vor und spielt es auf die 4. Das klingt dann, und lasst es dann ausklingen und spielt nicht nochmal die Takte durch. Das heißt, klingt dann so. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3. Dann geht es in die Strophe. Und die Strophe ist einfach genauso wie dieses Zwischending, das mit dem Way Down We Go. Also im Prinzip Strophe und Refrain sind komplett identisch. Und dann gibt es eigentlich nur noch einen weiteren Formteil, das ist der Pre-Chorus. Da bekommen jetzt folgende Akkorde zum Einsatz. A-Moll, 2 Takte lang. G-Dur, 2 Takte lang. F-Dur, 2 Takte lang. Und D-Moll 2 Takte lang. Und da würde ich jetzt ein ähnliches Schlagmuster spielen. Im Prinzip einfach nur 1, 2, 3, 4 ohne die 4 und, die wir jetzt in der Strophe und im Refrain gespielt haben. Also 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3,
dann, soweit ich mich entsinne, zweimal. Da könnt ihr aber auch nochmal in den Song reinhören, wenn ihr euch da nicht sicher seid. Und genau, danach kommt einfach der Refrain, dann wieder Strophe, dann wieder Refrain und so weiter und so fort. Das sind tatsächlich schon alle Formteile. Für diejenigen von euch, für die jetzt der Barré immer noch so eine Geschichte ist, ah, ist irgendwie schwierig, könnt ihr mit dem Kapodaster in den 5. Bund gehen. Das habe ich jetzt hauptsächlich nicht erklärt, weil es ab dem 5. Bund einfach schon anfängt, ein bisschen dünn zu werden. Und ihr spielt dann einfach statt, ich habe es ja nochmal eingeblendet, statt des A-Moll spielt ihr einen E-Moll-Griff. Statt F spielt ihr C. Statt, was kommt noch? Statt D-Moll spielt ihr A-Moll. Und statt G spielt ihr D. Und ihr könnt dann einfach, das könnt ihr euch einfach mal kurz aufschreiben auf dem Zettel, so mache ich das immer, dass ihr einfach das Original aufschreibt und dann die Alternativakkorde vielleicht drüber. Und genau, dann könnt ihr einfach die Akkorde beliebig austauschen. Also das heißt, ihr spielt dann halt einfach statt des A-Moll spielt ihr ein E-Moll und benutzt einfach die Reihenfolge und die Schlagmuster, die ich euch gerade erklärt habe. So, dann ist natürlich das Ding, dass ihr im 5. Bund seid, dann klingt halt alles ein bisschen weniger bassig und ein bisschen dünner. Aber falls euch das besser gefällt, könnt ihr das natürlich so machen. So, das war's auch schon wieder für heute. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen mit dem Tutorial. Wenn ihr Bock habt auf noch mehr Tutorials zum Thema Gitarre, dann besucht meinen Channel, lasst mir ein Abo da, wenn es euch gefällt, lasst mir auch ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat und schreibt mir bitte Kommentare, wenn ihr Wünsche oder Anregungen habt. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.